So, einen recht schönen guten Abend. Ja, ich dachte mir, dass ich heute mal nach einer längeren Pause mit euch mit C5 anfange. Habe ich auch richtig Lust drauf, finde ich. Und wir spielen hier, ich suche mal... Erweiterter Setup. So, Erde, riesig, das ist schon mal gut. Siedler ist jetzt Schwierigkeitsgrad, ne? Ja, können wir mal Prinz nehmen. Spieltempo lassen wir normal. Wenn man hier jetzt Marathon, wisst ihr ja, wie lange das dann wieder dauert. Blacklist Army, hallo. So, und schnell brauchen wir auch nicht machen. So, nur Herrschaft. Aber hier nehmen wir ein paar raus. Würde ich sagen. Warte mal, wie viel? 10. Ja, 10 Stadtstaaten. Ich wollte nämlich mal was anderes. Jetzt nicht so ein übelstes Gemetzel hier. Wollte nämlich mal, ja, man könnte auch mal 1:1, ne, spielen, aber ich würde sagen, ja, so geht das, so drei gegnerische Parteien, weil ich mag das nicht, wenn zu viele, ich hatte das ja auch schon mal ausprobiert und hat mir jetzt auch nicht sonst Spaß gemacht. So, schneller Kampf. Man könnte hier übrigens auch anmachen, komplette Vernichtung. Ich glaube, wenn das hier ausbleibt, um aus dem Spiel auszuscheiden, müssen alle Städte und Einheiten eines Spielers zerstört werden. Ja, das heißt nämlich, nicht nur die Hauptstadt, das machen wir mal rein, komplette Vernichtung. Oh, das wird schön. Ja, so würde ich das gerne lassen. Starten wir mal. Seid gesegnet, weiser und furchteinflößender Häuptling Pocatello. Oh. Verehrte Anführer des Volks der Shoshonen. Als junger Häuptling der Shoshonen musstet ihr euch einer Woge von ohne Befugnis errichteten Siedlungen quer durch die westlichen Vereinigten Staaten stellen. Ihr wart gezwungen, das den Shoshonen angestammte Land gegen einen schier nicht enden wollenden Strom neuer Einwanderer zu verteidigen. Euer Kriegertrupp hat diejenigen, die die heiligen Ländereien eures Volkes in Besitz nehmen wollten, in Angst und Schrecken versetzt. Nach jahrelangem Unfrieden konntet ihr geschickt einen direkten Konflikt mit der Armee der US-Regierung umgehen und eine Reihe von Verträgen aushandeln, in der Hoffnung, einen dauerhaften Frieden für die Shoshonen zu erreichen. Höchstgeschätzter Pocatello, euer Volk sucht erneut eure Führung. Werdet ihr eure Gegner unterwerfen und sie aus euren Ländereien hinaustreiben? Oder werdet ihr auf friedliche Diplomatie und Handel setzen? Werdet ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Ja, okay, da habe ich mir jetzt kein Volk ausgesucht. Ist ja mal interessant, dann immer Zufalls, ne? So, hier kriegen wir aber einen Fährtenleser und einen Comanchenreiter. Ja, ist doch schön. So, hier ist gleich der Fluss. Hier haben wir auch schon Ruinen. Ja, wir bauen erstmal unsere erste Stadt. Und die schicken wir mal auf Automatik los. Ich wollte mal was anderes noch gucken. Jetzt kann ich das mit der Auflösung nicht ändern, ne? Scheiße. Ja. Ist nämlich kein Voll-HD. Habe ich mir schon fast so gedacht. Mist. Naja, gut. Dann sieht man das jetzt hier ein bisschen größer.
So, dann haben wir hier, ist aber ziemlich groß, ne? Weiß nicht, ob das besser ist. So, hier fangen wir mal an mit die Tierzucht, weil Indianer und so, ne? Ist ja klar. So, und dann hier werde ich gleich mal einen Fährtenleser. Was haben wir hier? Ach, die Ruinen hier. Da laufen die, glaube ich, jetzt auch hin. So, nächste Runde. Schönen guten Abend, der Büffel. Hier, ne? Also, wenn man hier so eine Ruine findet, kriegt man nicht nur Geld, man kriegt auch hier, studiert ihre Werkzeuge, um neue Technologien zu entdecken, setzt Ausrüstung des Stamms ein, um eure. Also wir kriegen ein bisschen was. Ach so, ich kann mir was aussuchen. Handelt mit verlorenen Stamm um Gold. Aha, er zeigt. Bevölkerung sicher, steht aus. Nehmen wir doch das hier. Sagt denn der Ton Und zu jetzt dem haben wir nämlich Töpfer, den was machst du mit Kornspeicher, mir? den brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir nicht mehr leeren. Den haben wir jetzt einfach schon gekriegt. Ist das nicht super? Aber war hier nicht? Ach, die hat gleich die Grenze, weil hier vorne war ja vorhin auch noch eine. Und das finde ich schön am fünften Teil, dass hier alles so mit Wolken. Ne? Das tut sie erst nach und nach frei machen. Und es sieht hier im fünften Teil noch ein bisschen realer aus, also echter, ne? Die Welt. Ist auch nicht schlecht. Ja, seht ihr, hier haben wir nämlich unsere ersten Tiere. Ist gut, dass wir das hier schon lernen. Aber wir können mal eins machen. Moment, wir machen mal Folgendes. Speichern. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal angespielt. Wir überspeichern das mal. Das war nämlich derselbe Verlauf. Gehen noch mal hier zurück. Welcome to my world. Bitch. Vielen Dank, der Büffel, für dein Red. So, jetzt Option. Jetzt Grafik, weil ich kann das einfach nicht ertragen, wenn das hier, ne? Es muss hier richtig knacken. Vor allen Dingen hat die Grafikkarte ja gerade noch ein Update gehabt. Ja, so ist schon besser. Weil das sieht man nämlich, wie das aussieht. Jetzt muss ich allerdings, Moment. Ja, das ist korrekt, oder? Zeigt er das jetzt hier gar nicht richtig? Moment, ich bin gleich wieder da. Ich habe hier bloß. Ah ja, er hat hier den Rahmen verändert. Supp. So, jetzt ist er richtig. Habe ich mir schon fast so gedacht. Die Auflösung wird geändert und er tut gleich mal den Rahmen verändern. So, und jetzt können wir nämlich zip, Spiel laden. Immer noch Alexander, aber ich krieg ja den hier. Das ist doch der Indianer. Ja, Prinz. Ich glaube, das müsste sein. Ich habe ja überschrieben. Ja, ist er auch. Naja, wird er sehen, sieht die Welt gleich ein bisschen gestochener aus, ne? So.
fortfahren. Ja, sieht gleich nicht alles so riesig, ne? Vorher sah das ja so. So, nächste Runde. Ja, und hier oben seht ihr dann hier den Smiley. Das sind die Zufriedenheitspunkte. Ganz wichtig, ne? Also wenn die mal ins Rote gehen, ich glaube bei minus 10 oder so, dann tauchen ihr laufend oder dann richtet sich euer eigenes Volk gegen euch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, und die Politik, die ist hier auch sehr lustig gemacht. Also ganz anders wie im... Ich fange aber immer von hier oben an, ne, und arbeite mich dann hier komplett durch. Man könnte jetzt zum Beispiel auch hier das hier erst nehmen oder das hier. Ich nehme aber immer das zuerst, weil hier eigentlich für den Anfang schon die wichtigsten Dinger drin sind. Wie Zufriedenheit, ne? Fernkampfstärke und. Finde ich ganz lustig. Barbaren entdeckt. Wo? Da. Ihr Schweine. Haut ab. Ich will aber hier dieses... Moment. Da geht ihr hin. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Da geht er hin. Wegen der Ruine. Wisst ihr? Um eure Einheit modernisieren. Ah, jetzt haben sie das gar nicht reingenommen, ne? Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist die Einheit nämlich zum Bogenschützen geworden und jetzt kann ich die hier ganz leicht platt machen. Aber da könnte ich auch hier ein Stück zurückgehen, weil die können zwei Felder weit schießen. Es war also gar nicht mal so schlecht, dass ich das... Ne, da solltet ihr nicht hin. Könnt ihr hier hin? Da hin. So, das ist jetzt der Fährtenleser. Den schicken wir auch mal automatisch los. Und machen uns jetzt mal... Ich dachte, den Kornspeicher... Ach so. Genau, machen wir das Monument. Ich werde sowieso alles lernen, ne? So, jetzt könnt ihr hier schießen, seht ihr? Zack, zack. Ja, da staunt er, wa? Gleich nochmal. Können sie nichts machen. Barbaren. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht... Tierzucht ist fertig. Ach, jetzt haben sie hier unabhängig gespawnt. Das ist doch... Ja, die spawnen dann immer regelmäßig. Und wenn man jetzt nicht schnell genug ist, oder sagen wir mal, der Zeitpunkt war dran, dass wieder neue gespawnt sind. Und die haben wir jetzt... Ach, hier habe ich erst das Bogenschießen. Ja, machen wir doch. Aber ich habe ja schon Bogenschützen. Naja, ihr entkommt mir nicht. Nein. Fallt um hier. So, Politik. Angreifen. Ja, und jetzt brauchen wir bloß hier ins Lager reingehen. Und dann ist das weg. Und wir kriegen Geld. Ja. Seht ihr? 25 Gold. So, die konnten aufgewertet werden. Sehr schön. Ach ja, das sind unsere Fährtenleser. Okay. Oh, hier haben wir, glaube ich, Diamanten oder irgendwas. Hier so. So blaue Steine dazwischen.
Bogenschützen. Die bewegen sich mal wieder zurück in die Stadt. Produktion. Jetzt würde ich doch tatsächlich schon mal. Wir machen mal erst einen Bautrupp. Die Bautrupps ist übrigens hier auch anders wie im sechsten Teil. Ne? Im sechsten Teil kann man ja so einen Bautrupp dreimal kann der tätig werden. Hier bleibt der, stellt auf Automatik und die bauen hier alles automatisch. Machen die das. Das machen die so lange, bis entweder sie getötet werden von Feinden oder überzeugt die Bevölkerung, sich einer eurer Städte anzuschließen. Kultur, wir nehmen mal das jetzt hier. Oder hier wäre noch besser. 50 Gold. So, die lassen wir jetzt mal in der Stadt hier drinnen, die Bogenschützen, als Schutz. Und machen als nächstes, man muss das natürlich alles lernen, ne, damit die die Arbeiter dann das auch machen können. Ich frage mich gerade, wo hier das Meer ist. Ach, da hinten, seht ihr, da kommt schon wieder barbarisch. Bestie, barbarisch. Kommt ruhig. Die können auch gerne mal hier so Arbeiter, also Bautrupp, klauen. Können sie einfach, wenn sie drüber gehen, können sie die einfach mitnehmen. Muss man auch barbarisch aufpassen. Kommt näher? Na, die kommen nicht näher. Vielleicht sollte ich mal, hier ist bestimmt ein Nest irgendwo. Sollte ich doch noch mal rausgehen. Mir die Sache hier angucken. Ah ja. Okay, angreifen tun sie nicht, aber ich greife an. Ihr Barbaren, schert euch zum Teibel. So, Politik. Entschuldigt, wenn ich manchmal schnell klicke. Das bin ich noch so gewöhnt. So, wir sind hier an erster Stelle. Hier die drei Gegenparteien sind noch unbekannt. Immer Technologie. Weisheit und Tugend das sind Rad. Wie zwei Räder an. Sehr schön. So. Ja, einer. Was willst du, einzelne Person, jetzt machen? Ja? Willst du jetzt nochmal angreifen? Na komm. Genau. Hier muss aber irgendwo... Hier! Halleluja! Moment. So, mein Junge. Aber wir haben hier drin auch noch Verteidigung. So ist es ja nicht. Kriegen sie hier auch noch eine? Forschung. Ja, das Segeln wäre natürlich toll, aber ich habe hier noch nicht nirgendwo gesehen, wo das Wasser ist. Na egal. Tja. Gedacht, ihr kommt hier ungeschadet durch. Ah, ich sag ja, das ist schon so. Und den könnte man jetzt Straße nach Modus. Nee, ich will den auf automatisch. Genau. Mal hier, ich werde mal hier ein bisschen die Wolken wegmachen, um zu gucken, wo hier das, die müssen ja hier irgendwo hergekommen sein, die Barbaren.
So. Machen aber schnell mal für die Stadt ein paar Bogenschützen. Welcome to my nightmare. Vielen Dank fürs Folgen, Blacklist Army. So, gehen wir mal hier rüber. Ah ja. Jetzt hier die Karte weiter offen gemacht, ne? Ja, und seht ihr hier, die arbeiten automatisch hier im fünften Teil. So, wir könnten ja die jetzt auch mal, am liebsten mal immer automatisch losschicken, dann rennen die hier rum und machen alles automatisch frei. Ist genauso wie, wo sind die anderen? Naja, die lassen, die tun sich ihren Weg hier hinten schon. Na, das ist ein Stadtstaat. So, und jetzt kommt der erste Siedler. Ja, Blacklist, da hast du recht. Der ist, das ist so mehr so realer, ne? So, also der sechste Teil, finde ich, der ist so mehr Comic-Stil, ne? Und der fünfte Teil, der ist hier noch so, ja, man könnte es schon fast sagen, so wie echt die Welt echt aussieht, ne? Hier, guckt mal, hier, kleine Oase, Palmen, Gebirge. Deswegen finde ich den fünften Teil ja auf seine Art und hier, weil man die Arbeiter, wie gesagt, die machen nicht nur, die arbeiten zwar jetzt an ein Dings, arbeiten sie natürlich ein paar Runden, ne? Dann gehen die zum nächsten, machen da wieder nach ein paar Runden, aber solange die nicht geklaut werden vom Barbaren oder getötet werden von irgendjemand anders, bleiben die für immer. Wer das Meer beherrscht, beherrscht alles. Das ist richtig. Forschung. Der Kalender, die Schrift. Die Steinmetzkunst. Wäre natürlich, naja, wir machen ja eh alles. Machen wir den erstmal. Schon besser aus. Ja, gibt's bei Steam. Ich glaube, der kostet auch gar nicht viel, ne? Da hatte ich mir mal bei Steam die ganze Reihe gekauft, also alle Teile, die es bei Steam gibt, aber den dritten Teil kannst vergessen. Mit dem vierten Teil komme ich auch nicht klar, kannst auch vergessen. Also der einzigste ist der fünfte hier, der mir riesen Spaß macht und der sechste natürlich. Ach ja, und im sechsten Teil sehen die Tarnkappenbomber, weißt ja, die sehen ja, das sind ja diese großen Flugzeuge, ne? Hier
Warte mal, das kann ich sogar. Wo war das jetzt? War das hier? Öffnen. Muss ich immer ziemlich weit nach hinten gehen. Lass uns mal gucken. Tarnkappenbombe. Die sehen hier wirklich so aus wie auf dem Bild. Ne? Diese flachen Flieger. Oder ist er noch weiter? Ne. Hier ist schon die Kernfusion. Computertechnologie. Atom. Hier kommt der normale Bomber. Ja, und dieser Bomber im sechsten Teil sieht der Tarnkappen-Bomber sieht genauso aus wie dieser Bomber hier. Satelliten. Na, ihr wisst schon hier, die so platt sind, ne? Düsenjäger. Ne, hier. Hier. Wo war das jetzt gerade? Hatte ich den nicht gerade? Kampfhubschrauber. Ach ja, und ein Kampfhubschrauber. Die sehen wirklich aus hier im fünften Teil wie ein Kampfhubschrauber. Im sechsten Teil sehen die aus wie ganz normale Hubschrauber. Ne? War denn jetzt der Verfluchte? Ich habe, glaube ich, falsch gedreht. Hier. Hier, ne? Dieser platte schwarze hier. Tarnkappenbomber. Und der sieht hier wirklich aus wie ein Tarnkappenbomber. Wird er dann irgendwann sehen, wenn er dran kommt. Ja, das sind so kleine Unterschiede, ne? Zwischen den zwei Teilen. Aber der sechste Teil, muss ich sagen, macht auf seine Art natürlich auch Riesenspaß. Erstmal hier die Bogenschützen weg, ist ja klar. Also ist hier irgendwo Barbarennest. Alter, jetzt kommen die von allen Seiten. Studiert die Region des Stammes. Nutzt den Kontakt. So. Ihr haut die trotzdem weg. Oh, erstmal hier den hier. Rückenschießen gibt's nicht. Politik. Ja, und mit der Politik, ne? Ist hier auch einfacher. Dann brauchen wir einfach nur den Baum hier immer weiter, immer weiter. Dann kommt hier später noch das dazu, so ein extra. Ansonsten ist leichter gestaltet, finde ich. Naja gut, die haben wir jetzt verloren. Ich hätte die auch heilen können. Hab mich aber entschieden, den einen Bogenschützen da platt zu machen. Ist aber nicht schlimm. Überall diese Barbaren. In der Regel schaffen die das aber. Oh oh.
In der Regel sind hier auch nicht so viele auf einmal, ne? Dann sollte man schon mal. Ich hätte da vielleicht auch abhauen sollen oder mich zumindest heilen sollen. Na, Mist. Der hat gerade seine Grenze erweitert. So, und hier können wir jetzt. Warte mal, wie waren das nochmal? Nee, das ging jetzt wieder nur, dass ich die verbinden kann. Das ging jetzt nur wieder im sechsten Teil. Hier ist doch Wasser, ne? Wartet mal, dann müssen wir aber erstmal. Kommt mal hier raus. Lass die auch erstmal nur eins gehen. Ich würde aber hier gerne so. Wenn das das Meer ist hier, könnte natürlich sein, dass es nur ein See ist oder so. Oh, die können jetzt mal den Kornspeicher machen. Heilen die sich selbst. So, was wollt ihr? Halt, macht so einen Spaß. So, der Kalender. Ich bin hier, eigentlich bin ich hier immer gegangen. Ich muss ja nicht hetzen, ne? Ich will ja auch alles lernen. Das, was am schnellsten geht eigentlich. Da kann man eigentlich immer von oben weg alles lernen. Dass man letztendlich zum Schluss alles kann. Alles gelernt hat. Das ist der Bogenschütze. Stellen wir mal hier hin. Und du gehst mal auch hier hin. Man könnte natürlich auch hier Gelände kaufen. Oder hier, wenn man jetzt genügend Gold hat, ne, könnte man hier auch Arbeiter und so kaufen. Haben wir aber nicht. Wir kriegen sogar einen Minus gerade. Und ich könnte hier schon zwei. Naja, gut. Wichtig ist eigentlich immer hier die Zufriedenheit. Reicht's aber hier. So, die sind platt. Jetzt werden die noch mal angreifen. Oh, nee, nee. Wo kommen die alle her? Hier, das hätte ich vorhin machen können, ne? Da hat man hier eine Auswahl. Entweder genau, Verteidigung. Ich nehme mal meistens das erste. Verpisse mich einfach. Jetzt kommen die doch tatsächlich. Da ist es. Da wissen wir schon mal, wo ein Nest ist. Alter Schwede. Das kann ich mich gar nicht. Doch, ich kann abhauen. Das würde nämlich gar nichts bringen. Ja, ist nur ein kleiner See. Naja, gut.
So, er. Kohle. Ja, ich muss das hier alles frei machen. Immer Technologie. Glücklich seid ihr, da eure. Super. Hier scheint auch noch ein Nest zu sein. Wir machen mal hier jetzt noch schnell einen Bogenschützen. Hier ist aber das Meer. Oder irre ich da? Das sind nur die Empfehlungen vom Spiel. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich will aber hier noch ein bisschen mehr was sehen. Ach, das ist auch bloß ein Fluss. Ja, warum soll ich denn hier bei dem dünnen Fluss? Immer weiter hier runter. Ist auch bloß ein Tümpel sozusagen. Na gut, aber hier könnten wir schon mal eine Stadt hinmachen. Vielleicht sogar da. So. Hey. So, dann gehen die natürlich hier erstmal hin. Guck mal hier, die zweite Stadt, ne, die braucht schon extrem lange. 40 Runden. Da machen wir hier aber als erstes mal die Mauer. Dauert zwar 75 und wir spielen auf Geschwindigkeit normal, ne? Ach, hier haben wir jetzt das Pantheon. Da habe ich immer, entweder nimmt er hier sowas, ne, mit Zufriedenheit, ist immer gut. Heilige Gewässer oder irgendwas mit Nahrung. Finde ich immer besser. Aber wir sind ja hier alle an der Gewässer, ne? Wir sind ja, also bis jetzt beide, das andere ist ja auch eine Art. Würde ich das nehmen? Weil wenn ihr hier einmal, seht ihr, wir haben bloß noch einen. Und wenn man da einmal in eine Huttelein kommt, ins Minus, dann ist der Teufel los. Ja, Blacklist Army, ich kann jetzt leider, naja, ich könnte eigentlich schon. Dann geht aber der Ton kurz weg vom Spiel. Ja, das können wir gerne machen. Du hörst das ja, brauche ich ja jetzt hier nicht schreiben, ne? Hättest du auch im Chat schreiben können. Das können wir gerne machen. Ich habe auch noch einen anderen Streamer. Ist der heute da? Nee.
Der wollte mit mir auch noch mal Civ 6 spielen. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, dass wir zu dritt was aufstellen, ne? So, der Bogenschütze, der bleibt definitiv hier drinne. Und hier kommt jetzt auch erstmal die Stadtmauer. Weil Schutz ist alles. Die können wir dann auch wieder auf Automatik stellen. Ja, hier oben sehe ich schon, fängt Eis an, ne? Also nach da oben möchte ich jetzt, wenn es geht, nicht mehr. Also ich würde eher dann lieber hier nach unten. Obwohl mir hier so Wüste. Hier könnte das Meer sein. Aber dann mal sehen. So, den stellen wir mal jetzt wieder auf Automatik. Ich glaube, die laufen sogar automatisch hier hin, wenn die sowas entdecken. Werden wir gleich sehen. Ja. Laufen sie. Entdecke einen großen Propheten. Aber das gibt mir doch keine. Ne, ich nehme mal hier Kultur wieder. So. Ah ja. Wer hätte es gedacht? So, die Bogenschützen sind da drin. Ah, die könnten auch hier hin. Ach, die sollten eigentlich. Naja, ist egal. Plus ein Gold und minus ein Zufriedenheit. Dann nehmen wir erstmal das hier, ne, mit der Nahrung. Weil Zufriedenheit haben wir ja gerade erstmal ein. So, jetzt nächste Runde erst. Ja, die klauen einen gerne auch, wenn man jetzt hier das Feld schon fertig hat. Alles ja im sechsten Teil auch so, dass sie das kaputt machen können, ne? Wir gehen mal oben der Reihe nach. Jetzt kann er hier sogar. Und die können sich heilen. Wieder voll geheilt. Gehen hier zurück in die Stadt. Kann man auch anmachen, dann sieht man, wie weit die schießen können. Ja, also können jetzt nicht bis dahin. Das ist aber nicht schlimm. Die gehen mal da hoch. Wegen hier habe ich gerade noch gesehen. So. Müssen wir eigentlich schon den nächsten Siedler, aber ich würde gern, habe ich denn schon eine Karawane, genau. Weil wir können zwei, hier oben das Weiße, zwei Karawane ist ja, ne, Händler, die von einer Stadt zur anderen immer hin und her wandern. Gehen erstmal hier hin. Oh, hier müssen wir aufräumen, hier unten.
ich noch nicht gesehen. Na gut, ich könnte wieder ein zurückgehen. Aber ich glaube, ich kann von hier aus da reinschießen. Müssen wir nicht so nah. So, hier hin. Und natürlich erstmal wieder. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Nest. Ach nee. Stopp. Ja, Entschuldigung, dass ich das wegdrücke. Ich habe das schon 1000 Mal gehört. Einige von euch vielleicht nicht, aber ist eine alte Angewohnheit. Man muss es nicht vorlesen. Ich weiß, der tut das ja vorlesen. Ah, ich kann nicht wegen dem Wald. Ah, da hätte ich mir auch schon eher denken können. Ach, guck mal, die Stadtmauer, die vorher 75 Runden gedauert hätte, dauert jetzt bloß noch 13 Runden. Das kann natürlich sein, dass durch die Ruinen, die man einsammelt, dass es dann auch beschleunigt wird, ne? Feuer! Mach euch platt! Ah ja. Warte mal. Ist das nicht der? Ach so, das ist der Händler. Eure Städte. Zeigt ja noch gar nichts an hier. Normalerweise könnte der nicht hier. Dann bleibt er erstmal drinne. Dann ist das noch nicht. Ach so, ich habe das noch gar nicht gelernt, glaube ich. Ah ja, verstehe. Wir gehen mal hier raus. Kommt ruhig. Unser Bautrupp ist hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der hin will. Man muss auch aufpassen, dass man nicht so viele Soldaten hier Einheiten macht, weil das könnte einen schnell in die Pleite treiben. Ne, dann macht lieber erstmal Kaserne. Wir fangen mal an mit dem Schrein. So. Könnt ihr die von hier aus treffen? Da muss ich erst eine Runde weitermachen. Okay. So, dann haut mal rein hier. Zack, zack, zack. Da darf kein Barbarennest sein. Geht gar nicht. Ach, ich weiß, wo die hinwollen. Weil da die Tiere waren. Und seht ihr, hier qualmt es schon. Der würde hier sowieso nicht rauskommen. Und heilen kann er sich auch nicht. Also werden wir die hier erstmal verschwindet. Wieder die, also mit den Barbaren, ey, ist ja echt schlimm hier, ne? Man kann halt natürlich auch ausschalten, ne? Ist klar. Aber warte mal, ja. Da habt ihr. Normalerweise, ich habe da schon eine Stadtmauer, da müssten wir normalerweise mit Steine. Ach, das war wieder am 6., ne? Ja, wenn er ein paar Mal den fünften Teil immer wieder und den sechsten Teil, dann kommt er ein bisschen durcheinander hier mit. Und ich habe beide Teile jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ich würde sagen, die schaffen sie trotzdem. Ihr Schweine!
könnte gefährlich werden. Deswegen Heilung. Und ich kann trotzdem noch angreifen. Bom, bom. So, hier genauso. Heilung rein. Und angreifen. So, die sind erstmal weg. Ihr kriegt auch noch einen auf die Nuss. Wir müssen, wo war denn das Nest hier gewesen? Das war hier vorne irgendwo, ne? Ja, muss unbedingt mehr aufgedeckt werden. Die Bogenschützen sind immer noch am effektivsten. Glaubt mir. Ich werde mal noch einmal machen. Voll die Axtwürfer hier. So. Die gehen jetzt erstmal wieder in die Stadt rein. Die können sich hier jetzt nicht heilen. Das heißt, wir ziehen uns erstmal zurück. Der kann hier nochmal drauf jammern. Er will auch nicht abhauen. Und hier haben sie auch. Hier dampft es auch. Seht ihr? Die plündern gern. Sollten auch abhauen. Schnell weg. Ja, ist gut so. Die sind auch weg. Auch hatte er. So. Wir gehen hier in die Stadt rein. Da sind wir immer noch am geschütztesten. Den hauen wir weg. So, die sind jetzt so gut wie erledigt. Kein Ärger. Ich sag ja selbst mit den, wir machen die mal auf Heilung. So, hier. Was wollte ich gerade sagen? Man hat mit dem Barbaren hier richtig fett zu tun, wie ihr seht. Also da braucht man jetzt nicht 10 oder 20 Gegenparteien, ne? Die dann auch noch Stress machen. Das hört nicht auf, solange ihr die Nester, und vor allen Dingen, wenn er die Nester zerstört, ne, spawnt da mal hier wieder eins und mal da wieder eins. Also man hat hier schon gut zu tun. So, jetzt habe ich ja hier zwei drin. Mache ich mal die Kaserne jetzt. Der heilt sich. Ich würde sagen, die gehen mal jetzt in die Richtung und der bleibt da drinnen. Weil hier irgendwo war das Nest. Die Arbeiter hauen wieder ab. Wieso das denn? So, ihr... Wer eigentlich? Ich mache hier auch noch mal Bogenschützen. So, dahin. Ja, und die Arbeiter, die rennen nach Lust und Laune, ne? Hier ist denn das jetzt zu heiß hier, ne?
Also hauen sie wieder ab und gehen rüber zu der Hauptstadt. Sonst hätten sie jetzt hier die Tiere gemacht, aber da haben sie Angst, dass die Barbaren sie... Die sind schon gut programmiert, finde ich. So, einmal dahin. So, ab in die Stadt wieder. Kann man dann nur machen. Ich hoffe, ich finde jetzt hier irgendwo dann das Nest. Könnte sein, dass es hier irgendwo war. Ich habe das da vorhin. Es kann aber auch sein, dass es hier schon wieder abgebaut haben und woanders. Ne? Geht auch. So, die könnten jetzt auch hier helfen. So. Jetzt gibt es hier bloß noch einen. So, jetzt sind bloß noch die. Ja, das kriegen wir auch hin. Und dann müssen wir das Nest hier bloß noch zerstören. Da kommen auch schon wieder welche an. Ist ja furchtbar. Da machen wir jetzt mal, weil die ja noch fast voll geheilt sind, machen wir jetzt mal hier diesen hier. So, und dann kriegen sie noch den zu spüren und tot. So, die gehen hier raus. Na, hier sind auch schon wieder welche, ich weiß nicht. Da kommen auch welche. Haut ab. Was denn? Nee, ach so. Ja, komm, jetzt reicht's mir. Ich muss hier einfach ein paar... Wir sind zwar hier bei Geld, minus 2 und... Boah. Seht ihr hier oben? Schon minus 3. Das alles nur wegen die Barbaren. Alles nur wegen die Blöden. Schieß die ab da. Sollen sterben. Hat ja hier echt keine Ruhe. So ein... Ja, du kriegst hier. Zack. Du heilst dich. Aha. Ja, ja. Mal dahin. Kommt ruhig. Ich kenne keine Gnade. Aber hier, wie ihr seht, stehe ich ja hier ein bisschen auf dem Berg, ne? Habe ich es ja eigentlich besser. So. Zeigt mal. Könnt ihr hier noch nicht rüber? Hier. Naja, müssen wir bloß aufpassen auf die da. Aber die sind ja Wald, da können sie eh bloß. Mein Kind. Jetzt haben wir Reiter. So, die schicke ich mal wieder los automatisch. Hier können wir befördern. So. Die bleiben da drinnen. Und da ist bloß noch einer. Schießen wir hier erstmal hin. Ach,
Hier ist der Karawanenhof. Den muss ich unbedingt, damit hier die Karawane hin und her, ne? Ein Einzelner macht hier so eine Welle. So, dann schalten wir erstmal den aus. Der macht schon wirklich mehr Schaden als der hier. Das an. Habt ihr gerade gesehen? Die waren gerade noch nicht hier. Erstmal den einen hier. Da habt ihr. Mit eure Pferde. Kann ich hier hinten noch die eventuell hier zurück? Genau. Ein einziger haben sie überlebt. Ihr geht mal hier wieder hin. Du gehst weg. Achso, der hätte sich auch heilen können, ne? Kann ich den noch? Ja. Heilen. So. Speerkämpfer. Und Speicher eigentlich sehr wichtig. Ah, und hier ist das auch so, dass man ach, und dann gleich abhauen wollen. Das sind ja die richtigen. So, ihr heilt euch mal. Ihr geht mal dahin. Kannst du den noch treffen? Ja. Haust nicht ab. So. Das war ein bisschen minimieren. Ach, jetzt gibt's noch mal einen. Ach nee. Jetzt haben wir doch eine Zufriedenheit doch wieder auf Null. Ja, und wenn man halt nicht aufpasst, war denn jetzt hier irgendwo? Ich gucke noch mal. Ich sehe hier kein Barbarendorf. Die Pferde sind wahrscheinlich einfach spontan da so. Dann geh mal hier hin. So. Thank you.
ist klar, wenn so viele... Haut mal ab. Ihr heilt euch. Ihr geht mal... Ach so, die können sich hier heilen. Dann macht die erstmal weg. So. Yay. So muss das sein. Heilen sich erstmal. Echt mal gucken hier. Wo ist denn hier? Die sind doch hier schon hier irgendwo. Ich sehe hier aber keins. Doch hier. Hier ist eins. Okay, wir müssen aber erstmal die zwei hier erledigen. Heilen sich mal. Die machen sich mal auf den Weg. Die auch. So, ihr geht mal hier runter. Heilen. Wir gehen in die Stadt rein. So. Nach hier oben. Ihr bleibt in der Stadt. Mathematik ist Tor und... So. Die können mal wieder losziehen. Die werden sich da... Ach so, was ich hier sagen wollte, hier jetzt... Na, Bibliothek und das alles, ne? Das wird alles hier so nah rangebaut im fünften Teil. Also man, ne? Wie ihr seht hier, so ein bisschen, oder hier, das ist jetzt hier so ein Wildcamp. Und die reparieren jetzt das hier wieder, was die kaputt gemacht haben. Ja, werdet ihr ja sehen, wenn man viel mehr gelernt hat, also das wächst schon, aber nicht so wie im sechsten, dass man dann hier so und hier so, ne, extra hat. Ist hier ein bisschen anders. Das finde ich jetzt persönlich dann im sechsten Teil wieder besser, wegen detailmäßig und so, ne. So, die werden erstmal dahin. Wir machen jetzt erstmal das platt. Immer schön, und dann das hier unten werden wir uns auch noch holen.
So. Da hast du. Die können hier hin. Und rüber schießen. So, die sind erledigt. So, die gehen dann hier rüber. Reicht das schon? Ne, reicht noch nicht. Wegen Wald, ne? Genau deswegen. Setzt Ausrüstung, ja, machen wir mal das hier. Rüber. Der müsste doch jetzt eigentlich auch. Kann der von da? Ja, der kann von da. Haut ab. Ah, jetzt kommen die hier schon wieder mit. Erstmal die ausmerzen. Ja, übertreib mal nicht, du bist bloß einer. Erstmal den einen, ja. So. Ein Bogenschütze kann den Halmer mal. So, die sind ja. Machen wir anders. Die gehen mal hierher. Du gehst wieder rein in die Stadt. Bibliothek. So, kann ich denn jetzt den hier? Ich habe doch jetzt das gelernt. Immer noch nicht. Da fehlt noch irgendwas anderes, glaube ich. Ja. Da fehlt noch irgendwas anderes. Und weg ist es. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir hier drüben los. Die gehen mal dahin.
erstmal heilen. Und dann gehe ich jetzt mit denen hier hinter. Also von da und von da. Die bewegen sich in die Stadt rein. Und die könnte ich eigentlich hier wieder zurückschicken. Oh, hier Katapult. Auf jeden Fall. Drei Dinge sind bei einem Bauwesen. Könnten wir aber hier draußen schon mal stehen lassen, weil wenn das Katapult da drin ist, dann brauchen die nicht da auch noch rein. Philosophie. Oh, guck mal hier. Einheit modernisieren. Ach stimmt, jetzt ist es hier ein Kompositbogen. Und das hier ein normaler Bogenschützer. Könnte natürlich passieren, ne? Ich muss es eine Runde warten, um hier reinzugehen. Könnte natürlich passieren, dass hier jetzt gleich wieder welche spawnen. Das ist übel manchmal. Stopp. So. Ja, die kann ich mal hier runter mitschicken. Die können jetzt da rein. So. Die stellen sich mal hier hin. Ah ja, da kommen auch wieder welche. Echt mal gucken, wo da das Nest ist. Hier, Kolosseum zum Beispiel gibt auch Zufriedenheit. Machen wir mal gleich. So, wo sind sie? Da. Hier, Lümmel. So, die, die könnten eigentlich da erstmal stehen bleiben. Die trotzdem noch angreifen? Nee. Die stellen wir mal hier oben hin. Die heilen sich mal. Die gehen zurück. Genau, die wollte ich hier mit runternehmen. Die sollten da stehen bleiben. Auch tot. Hier muss trotzdem noch irgendwo ein Nest sein. Entweder hier oder da oben. So, ja, ihr bleibt da drinnen. Ja.
wusste ich. Kommen nämlich schon wieder welche. Haha. So, die können wir auch aufwerten. Pferde. Und die Arbeiter hauen schon wieder ab. Ja, die heilen sich erstmal. Die schießen hier weiterhin. Dann könnten wir eigentlich die hier... Noch zu weit weg. Gucken wir mal gleich später. Ob hier muss irgendwo muss hier noch ein Nest sein. Naja, wahrscheinlich hier unter der Wolken. Ich mir nur vorstellen. Ja, sicher, sicher. Ja, jetzt müssen wir die natürlich erstmal. Da würde ich eher den nehmen. Bleiben da auch. Einfach nur zur Sicherheit. Das sind erstmal hier die hier. Können die ein Stück vorrücken? Ja, die bleiben da. Wir brauchen mehr Arbeiter brauchen wir. Mach mal schnell einen Bautrupp. Alle mit einem Schlag. So könnt ihr. Und hier haben wir gleich die Arbeiter, ne? Man könnte die jetzt ja zurückgeben, aber nee, ich habe die immer behalten. Meine. So. Denn die Arbeiter in der nächsten Runde, die können dann. Es gibt nur ein einziges Gut für den Menschen, die wissen. So, die Arbeiter, die gehen auf Automatik. Dann laufen sie jetzt da zu der Stadt hoch. So, hier werden wir mal jetzt, werden wir hier jetzt ein bisschen aufdecken. Forschung. Hier dürfte das Meer sein, ne? Die können sich auch erstmal heilen. Die haben nichts zum Heilen. Ich würde gerne mal wissen, könnt ihr hier rüber? Ja. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob das hier schon das Meer ist oder... Aha, auf jeden Fall.
jeden Fall Ruinen. Ja, Katapult. Sehr schön. Na, holt euch die. So, Arbeiter. Dann geht es jetzt langsam los mit der, dass wir hier aus dem Minus mal rauskommen da. Ja, die reparieren hier oben schon den Schaden. So, Arbeiter haben wir jetzt 3 Einheiten. Und könnte hier auch mal so ein Wunder machen. Denn die verschiedenen Wunder, die geben ja, hier machen wir mal die Terrakotta-Armee, die geben ja gewisse Extras, ne? Aber hier machen wir erstmal den Schrein. Oh ja, geht mal hier lang. Hier, hier. Das ist ja auch hier ein Stadtstaat. Ja. Die kann man so weit ignorieren eigentlich. Die muss man jetzt nicht bekämpfen. Weil die geben einen irgendwann auch gut Zeug ab. Immer. Ah, hier waren doch auch Barbaren, ne? Ah, da, die Ruine, die werde ich mir gleich mal holen. Ja, hier seht ihr diesen Strich, ne? Weil ich jetzt durch ihr Land gelaufen bin, das mögen die natürlich nicht so. So, ihr kriegt erstmal gut einen eingeölt. Ja. Werde euch was helfen. Ja, und deswegen ist er jetzt hier auf der Seite. Hier geht es ins Negative und hier ins Positive. Man kann aber später die anklicken. Und dann hier, ja, wir haben jetzt nicht so viel Geld noch nicht. Kann man natürlich hier, man kann natürlich auch Tribut fordern, ne? Und wenn sie nicht zahlen, dann gibt's Krieg. Oder Schutzversprechen später geben. Ja, oder hier eben dann gewisse Beträge hier, ne? Einheit schenken. Nö. Dann würden sie die Einheit hier nämlich kriegen, weil ich gerade bei denen drin stehe. Ist nicht so schlimm. Das kann ruhig bis ganz nach hinten sein. Später hat man so viel Geld, da kauft man die direkt. So, was wolltet ihr? Machen mal, ich mach mal das hier. So, gucken mal hier unten erst. Ich könnte die jetzt auch auf Automatik stellen. Die heilen sich mal, damit sie alleine da überall rumrennen. Genau wie die hier. Ah, seht ihr. Naja, können wir jetzt hier mal Automatik stoppen. Genau, weil ich das hier jetzt gerade gesehen habe. Da geht das hier gleich wieder ein bisschen ins Plus bei denen, weil die sehen, wir beseitigen da die Barbaren. Das sind die, und die haben wir gerade geschenkt gekriegt hier. Ja, schön. Dann zieht mal los.
Aber jede Einheit kostet Geld, ne? Was ist Drama? Schiff angreifen. Die lassen wir am besten mal hier stehen. Die Währung. So, was baut ihr denn jetzt? Kolosseum für die Zufriedenheit. Und versenkt. Man kommt hier auch gar nicht so richtig noch mehr Städte anzulegen. Ne? Man ist die ganze Zeit so beschäftigt hier. Erstmal Herr der Lage werden. Ich weiß noch nicht, wo die jetzt wieder hergekommen sind. Und hier haben wir gerade. Ach, hier ist Eisen. Und da sind gerade neue gespawnt drin und deswegen waren das jetzt wieder mehr. Nicht sicher hier, die Arbeiter. Hier ist auch schon wieder ein Nest. Ach nee. Okay. Ja doch, hier. Greift ihr mal da an. Guck mal hier rüber. Ihr greift da weiter an. Ja, kommt er jetzt mit Pferde angeschissen hier. Oh, ihr macht die weiter. Den sieht es ja übel aus hier. Gott sei Dank gibt es die Sofortheilung. Und rauf hier. So. Hätten wir wieder mal geschafft. Ach, da sollte der gar nicht hin. Ja, man kann sie natürlich auch verklicken. Ich wollte eigentlich, dass sie da drauf schießen, aber wahrscheinlich wäre das sowieso nicht gegangen, wie in dem Wald hier und hier ist ja ein Berg. Uiuiui. Ja, da tatsächlich geschafft. Ja, guter Soldat. Terrakotta-Armee ist fertig. Und hier steht dann immer, was man bekommt. Er schafft eine Kopie jeder Art von militärischen Landeinheiten. Also, wenn ich jetzt eine Landeinheit mir produziere, kriege ich sozusagen zwei. U-Boote, alles, ne?
So, der, der geht mal hier hoch. So ein bisschen. Oh, guck mal. Ich habe die doch alle auf einmal gekriegt. Boah, das kostet aber natürlich auch, ne? Boah, jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt mache. So, warte mal. Ach, eigentlich wollte ich die hier. Schicken wir mal hier runter. So, die schicken wir mal hier hin. Hier hin. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Die Einheit kann von mir aus von alleine loslaufen. So, ich habe hier zwei, ne? Ach nee, das ist, eigentlich ist das eine. Die geht hier in der Stadt rein. Ach, das sind schon bessere. Gehen wir da hoch. Hier macht man das Pferd platt. Stallungen. Ja, seht ihr? Hier sind die Pyramiden. Hier ist ein Kolosseum. Habt ihr gesehen, ne? So sieht das hier aus. Das haben sie erst im sechsten Teil dann viel besser gemacht. Ja. Der muss natürlich heilen. So, der. Die bleiben hier drinne. Stelle ich mal hier hoch. Natürlich besser, wenn man hier ein bisschen mehr hat. Ich muss sie ja jetzt nicht alle, ne? Ihr wisst schon. So, der heilt sich erstmal. Ich könnte auch dem hier rüber gehen. Weil ganz schön viele hier. Seht ihr hier, der Stadtstaat, der ist mir schon sehr dankbar, dass ich mich drum kümmere hier. Um die Leutchen. So, wir ziehen uns mal ein Stück zurück. Und hier, ne, der vorhin noch hier ein Stück in Rot war, der ist jetzt richtig dankbar. Wir holen uns mal hier drüben das Dings. Positioniere ich mal hier. Und ihr geht mal hier hin. Ja, oder hier. Da könnt ihr bleiben. Kann ich dann immer noch kein Dings machen? Immer noch nicht. Oder hier muss auch erst Karawanen gelernt werden. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Und wenn beide, dann kann er hin und her hier. So, der sollte hier hin. Haben wir schon die nächste Politik. Ja, die müssen sich heilen erstmal. Der noch eins vor. Ah, was ist denn hier los? Der mal vorbeischauen. Reicht nicht. Jetzt. Bestimmt hier, wo der Nebel ist. Da ist bestimmt ein Nest. Naja, müssen wir vielleicht selber aufklären gehen. Oh, wir nehmen mal hier das Gold.
weil wir gerade im Minus sind, können wir jedes Gold gebrauchen. Weil wenn das Gold aufgebraucht ist und man immer noch im Minus ist, dann lösen sich die Einheiten wieder auf, ne? Okay, hier ist eine Insel. Ich geh mal wieder dahin. Wir jetzt mal losziehen. Oh, hier ist auch wieder einer. Angreifen. Und ihr heben wir mal auf. So. Ach so, hier war ja wieder. Musste ich ja so und so. Oh, habt da ein paar Steine. Lieber Brot und ein. Aber jetzt macht er, ne? Ja, muss man nur einmal machen und dann machen sie das automatisch. Und na gut, dann gehst du mal da forschen. In die Richtung. Du schießt da noch ein. Ihr geht hier hin. So, wir brauchen eigentlich Geld. Also Markt wäre gar nicht mal so schlecht. Jetzt mal, ob wir das hier alles aufdecken können. Hier eigentlich hier zur Hilfe gehen. Oh, guck mal. Wir haben null Geld. Ja, einige Einheiten werden dann einfach so verschwinden. Also lassen wir sie noch kämpfen, solange es geht. Heilen sich. Wo wollt ihr denn hin? So, das Dorf wäre auch erledigt. Ist nur der eine hier. Reinschießen. Ach so, da muss man wieder. Thank you.
Die werde ich mal auf Automatik stellen. Sollen wir mal losrennen. Genau wie die. Die krallen sich den noch. Die heilen sich. Können auch loswandern. Die hier allerdings gehen hier in die Stadt rein. Gar nicht dran, okay. Schönen guten Abend, Baxter. Schönen guten Abend, der Hüpfer. Und sorry, dass ich mal einen kurzen Moment gerade nicht auf den Chat geguckt habe. Ich hoffe, euch geht's alle gut. So. Ist der eine auch platt? Was waren mit die gewesen? Die können eigentlich mal da stehen bleiben. Oh, befördern. Meine. So, jetzt heißt es ja nur noch Mittelalter erreicht, okay. Ja, bauen wir schnell den Tempel auch noch. Ja, alles Beste in uns selbst. Ja, alles okay. Alles okay. Soweit. Scheiß Bogenschütze, da muss er sich heilen. So, die bleiben mal in der Stadt. Die können... Könnt ihr bis hier schießen? Muss ich mal gucken. Ja, können sie. Und weggedonnert fast. Heilen sich mal. Dann siehst du, jetzt sind sie dankbar und wir kriegen hier gleich ah, 32 von 30. Schön. Könnt ihr euch auch heilen. Vielleicht sollte ich hier vorne welche positionieren, falls hier wieder ein Barbarendorf auftaucht. Ja, was ist denn hier schon wieder los? Ich weiß zwar nicht, warum die das mit den Barbaren so übertrieben haben. Aber... Gut. Man ist zwar die ganze Zeit beschäftigt, ne, aber mir macht ein bisschen Sorgen hier unser Gold. Und eigentlich könnte ich jetzt schon einen zweiten. Zwei Handelswege für euch verfügbar. Aber eigentlich ja nicht, ne? Ich den hier anklicke. Ist ja nichts da. Plus heißt ja, dass zu ist.
fehlt ja irgendwas. Müssen wir mal gucken. Ja, und hier kann man so nur löschen. Also nichts tun. Dann gucke ich mal jetzt. Karawanenhof. Dann machen wir den mal. Bleibt jemand, schlaft ihr noch eine Weile. Alter, was ist denn hier jetzt los? Kommen sie hier schon wieder von allen Seiten? Aha. Ich hab's da gewusst. Ihr geht mal erstmal hier das Ding einsammeln. Und heilt euch. Und schießt nochmal auf die. Tot. Wo sind denn die jetzt hingelaufen? Na, ist egal. Ich will erstmal hier aufdecken. Hier haut erstmal ab. Machen wir noch Wüste habe ich ja hier gar nicht. Ja, hier 5 Zufriedenheit sind wir auch auf 0. Wäre jetzt nicht so schlimm, wenn die Einheit verloren geht. Ist nicht so schlimm. Ich meine, wir sind eh im Minus. Ne? Ja, hierher gleich. Würde ich ja gerne mal da hochschicken. So, die hier rein. Okay, ich muss erst die hier raus. Den hier rein. Der bleibt da drinnen. Wo soll ich den jetzt hinschicken? Ach so, das war's schon. Eine Religion gründen. Religion gründen. Was will ich denn? Ich habe sonst immer das hier genommen. Fand ich immer interessant. Yin und Yang. Würde ich jetzt auch sagen. So, das haben wir schon. Ne, Moment. Aha.
Zufriedenheit für jede zwei Städte mit dieser Religion. Acht Anhänger. Was haben wir hier noch? Ja, wir nehmen mal hier oben das erste. Drei Anhänger, das geht. Gärten bringen. Ah, Friedensgärten. Das ist machbar. Was ist das? Schatzkammer. Ach, meine ist leer. Ja, ich weiß. Ihr bleibt mal da. So, jetzt müssen wir bloß noch hier ins Dorf reinkommen, bevor da ein neues spawnen. Na, Peter. Die mechanische Wissenschaft ist die edelste. Komm, geh mal hier rüber. Rein da! So, ihr könnt euch heilen. Forschung. So, ihr. Ah ja, da habt ihr schon wieder die nächste Aufgabe. Könnt ihr gleich hier wieder außer Automatik gehen. Das mache ich selber. Ja, meine schießen aber. Japan. Auf Wiedersehen. Das ist also der erste von den dreien. So, was mache ich mit euch? Ihr könnt auch erkunden gehen. Meistens hatte ich immer so, dass meine, die ich losgeschickt habe, dass die immer die Barbaren gefunden haben, ne? Wir haben ja bessere Bögen, deswegen sind wir besser als die. So. Hab ich schon. Eigentlich müsste ich langsam mal, aber ich lasse mir mal Zeit mit den Siedler. Hier die große Mauer. Boah, das ist so geil im fünften Teil. Ihr kennt ja die große chinesische Mauer, ne? Und die wird dann hier am Außenrand von der Grenze. Ja, ich wollte, wenn ich dran bin, Moment, so, Geschenk machen. Wir schenken nämlich jetzt die Einheit. Die haben wir geschenkt. Ihr heilt euch erstmal. Ihr zieht auch los. Ihr könnt aber mal in die Richtung da, ne? Ich glaube, die sind nicht so programmiert, die wissen nicht, wo hier noch Nebel aus, oder? Wissen sie es doch? Wir werden sehen. Ja, aber die machen es jetzt, weil ich es gesagt habe. Also, dass die wissen, wo hier noch aufgedeckt werden muss, dass sie da auch hinrennen automatisch. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Moment,
Wieso rennt ihr weg? Bleibt schön da. Anscheinend brauchen die ja Hilfe. Oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ey, die wollen was. Ah, hier ist ein Nest. Ich sehe es. Na schön, noch da lang. Wo waren das gerade hier unten? Die machen wir platt. Worte mit dem Ein Kaiser sei niemand untertan als Gott und der Gerechtigkeit. Mittelalter. So, na gut. Ach nee, warte mal, ich wollte dahin. Ach so, das ist ja wieder. Keine Chance. Okay, ist er hier rüber? Erst in der nächsten Runde, ja. Der Schwede. Das ist echt schon unnormal hier mit den Barbaren. Na ja. Ah, hier seht ihr die Mauer. Die entsteht da. Große Mauer. Der Krieg lehrt uns, sich nicht auf die Möglichkeit zu verlassen, dass der Feind nicht angreift, sondern auf die Tatsache, dass wir unsere Stellung uneinnehmbar gemacht haben. Ah. Boah, die sind gleich hin, wenn ich nicht aufpasse. Ich hau mal lieber ab. Kann der so weit? Nee. Na, dann machst du nichts. Hier, ne? Die chinesische Mauer hier. Die ist ja jetzt erstmal hier so, aber die wächst. So, wenn jetzt die beiden Städte hier, meine, verbunden sind, dann wächst die chinesische Mauer hier hinten lang. Ne, wenn ich jetzt hier noch eine Stadt mache, die geht mit der Zeit. Finde ich total richtig geil. Und die bietet natürlich richtig Schutz, ne?
Ach, da kommt er auch nicht hin? Nee. Okay, warte mal, dann gehen wir hier raus. Und du kommst mal hier nach vorne. Hier war doch was mit hängende Gärten, ne? Machen wir jetzt mal. War doch vorhin hier bei der Religion. So, die krallen sich erstmal das Nest hier. Können weiter ihren Weg gehen. So, die müssten doch jetzt eigentlich genau. Vielen Dank, der Bungalow. Vielen Dank für deinen Follow. Ja, Botschaft kann man immer machen. So, die heilen wir erstmal, bevor sie wieder weitergehen. Die würde ich sagen auch heilen. Die würde ich sagen auch heilen. Die können hier hin. Die gehen wieder hier oben hin. Die hier, die könnten eigentlich auch mal losziehen. Noch da oben, genau. So. Ist ja gut, die können ja auch was machen hier, ne? Ah, die haben sie schon. Sehr schön. Der geht mal hier wieder rein. Ja, habt ihr gesehen? Armbrüste. Besser als was die hatten. Gleich alle weg. Der heilt sich. Den lasse ich mal da stehen, wo er ist. Ach, jetzt kommen hier welche an. Okay. Ach, die sind noch ja nicht dran. Okay. So. Zieht mal los.
Der bleibt drinne. Ich hab doch aber... Wie geht da hin? Politik. Ja, die können sich eigentlich... Ja, stellt euch mal hier hin. Echt jetzt? Jetzt haben wir unseren ersten Spion bekommen. Geht mal da hoch. Wird das noch jemals ein Ende haben mit den Barbaren hier? Ich glaube nicht. Hören würde, dann in einem Garten beim Wehen des Abendwindes. Jetzt kriegen wir hier einen kostenlosen Garten, wenn wir jetzt in einer anderen Stadt quasi irgendein Wunder bauen. Ist ja nicht schlecht. Erstmal das Pferd. Und Steinhagel. Achso, muss ich wieder... Ach, der kann gar nicht bis dahin. Okay, dann geh hier raus. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wir haben ja hier alles erstmal soweit gebaut. Machen wir die Schiffsgilde noch. Und seht ihr, wie hier schon erweitert wird? Kommt er bis da? Er kommt natürlich nicht bis da. Dann geh wieder rein. Oh, erstmal die Pferde weg.
Das kann natürlich auch sein, weil wir ja hier Schwierigkeitsgrad Prinz spielen. Also, der weiß ja nicht, schwimmen doch hier weg. So. Jetzt kannst du aber, ne? Ja. Ja, das Pferd entkommt nicht. Hier heilt euch. Bisschen was zu tun. Also wenn er jetzt mit den Barbaren nicht so viele Probleme haben wollt, dann nimmt er einfach einen leichteren Schwierigkeitsgrad. Und dann gehen sie euch auch nicht so auf den Sack wie hier. Waren gar nicht meine. So, hier haben wir eine Beförderung. Ja, ihr bleibt auch da. Ihr könnt hier reinschießen. Ihr heilt euch mal. Und dann auch die da. So, ja, der muss ich auf jeden Fall heilen. So, ja, hier könnte es so ein bisschen kritisch werden. Ich komme hier echt nicht dazu, mehr Städte zu bauen. Ja, Arrivederci. Wir wollten ja hier helfen, ne? Was ist? Ja, den haben sie wohl. Ne, einer lebt noch. Alter, was hier? Habt ihr gesehen, wie viel da hinterher kam? Ich bin umzingelt. Boah, schnell weg. Das könnte klappen hier. Ja, das könnte klappen. So, wir machen mal noch einen Bautrupp. Weil die Arbeiter hier ja gerade lieber spazieren gehen. Der Steine. So, und ihr macht ein Amphibientheater. Aloha. Der Mensch braucht für sein Seelenheil drei Dinge. Das Wissen, woran er glauben soll, das Wissen, was er begehren soll und das Wissen... Was heißt das? Kannst du später streamen oder öfter? Ach, öfter? Ja, klar.
Momentan vielleicht noch nicht so, aber irgendwann werde ich wieder bestimmt fast 10 Tage streamen. Denke ich mal. Boah, die sind ja hier auch voll komplett eingekesselt. Ne, wisst ihr was, da hau ich ab hier. So, die haben wir auch. Nächste Runde. Nein! Lass die in Ruhe! Ihr blöden Schwert. Einer hat überlebt. Haha. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Da ist schon wieder ein Nest. Ah, ich glaube, beim nächsten Mal, Leute, fange ich normal an. Das gibt's doch gar nicht. Wie viele hier, ne? Überall. Das ist doch unnormal. So. Dich nehme ich noch mit. Blödes Pferd. Na, ich habe ganz vergessen, dass im fünften Teil der Schwierigkeitsgrad Prinz, der ja normal ist eigentlich, dass der hier aber, was die Barbaren betrifft, total extrem schlimm ist. So, die heilen sich mal. Aber ich nehme dann dieselbe Karte, alles, ne? Nur dass ich halt einen leichteren Schwierigkeitsgrad nehme. Damit wir. Man kommt ja hier gar nicht aus seinem Minus raus, ne? Irgendwie wahrscheinlich schon, aber ich stelle mich halt zu blöd an. Außerdem mag ich es lieber, wenn ich ein bisschen entspannter spielen kann. Also, dass ich nicht ständig angegriffen werde. Deswegen habe ich ja auch so wenig Parteien genommen, ne? Mitspielerparteien. So, hier zum Beispiel könnten wir jetzt auch noch einen. Hier verteilen. Dann nimmt man immer eigentlich die mit den meisten hier. Aber das ist Stadtstaat. Japan. Nehmen wir mal hier als Spion natürlich. So, und jetzt, das geht automatisch, ne? Der kann auch Zeug klauen und Technologie und was weiß ich nicht alles. So, ich nehme auch mal einen Schwertkämpfer. Es reicht. Aber da habt ihr mal gesehen. Aber eigentlich wollte ich ja auch auf Siedler spielen, ne? Weil Siedler macht am meisten Spaß. Da hat man zwar auch Barbaren, aber nicht so extrem. Wisst ihr? Da ist das nicht so extrem. So, hier macht den noch platt. Genau. Naja, ich glaube, das dürfte er gewinnen, wenn er jetzt angreift. Komm her, du Sau. Da hast du es. Der könnte sich jetzt schon wieder heilen. Der befördert. Hier ein anderes Land. Ja, die sind wahrscheinlich, die können schön bauen, ne? Und unser einer muss hier die ganze Zeit. Machen wir das jetzt. Ach so, der Schwertkämpfer. Ja. Immer hier raus. So, die sind geheilt. Hier hatten wir das ja entfernt, ne? Da oben ist auch eins. Könnt ihr gleich mal da hingehen.
Und hier ist auch noch eins. Ihr könnt dahin. Jetzt habe ich vergessen. Ah ja. Großangriff. Da würde ich sagen, als erstes mal hier die Pferde. Und den einen hier. Oder zwei. Keine Dummheiten machen von der Ecke da. Ah ja. Gar nicht. Habt ihr das gesehen da oben jetzt? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Was soll ich denn da machen? Kann ich nur wegrennen. Am besten... Hier ist ja auch noch ein Nest. Oder schon wieder? Habe ich das nicht vorhin hier gerade zwischen meine Städte beseitigt? Gibt's gar nicht. Goldenes Zeitalter bringt natürlich Geld in die Kasse. Ja, weil die ja meistens mehr Schaden machen wie die hier. Deswegen. Die haben sogar einen Arbeiter von mir geklaut hier. Das kriegt man manchmal gar nicht so mit. Übrigens, diese hier sind sehr gut gegen Pferde, ne? Die mit der Speere hier. Heil dich erstmal. Ach so, der sollte dahin. Oh, die sind erstmal Geschichte. So, und ihr? Das geht. Da haut er gleich ab mit seinem Pferd, ey. So, Mauer. Ich sage eine Stadt, die eine Mauer hat. Warte mal, die hat doch schon eine Mauer, ne? Ja, hier. Ne? Stadtmauer plus so ein Katapult hier drin. Keine Chance. Da können die hier zu dritt oder so stehen. Da kann man nach und nach schön abarbeiten. Okay, hier ist immer, die haben natürlich Heimvorteil, weil die in ihrer Festung sind hier. Warte mal, kann ich die von hier aus? Vielleicht, ne, bleiben die ja da, wo sie sind. Ein großer Persönlichkeit wurde geboren. So, den
den einen hier. Sehr schön. Ja, was mache ich da? Ich glaube, die kann ich hier einlösen in der Stadt. So viel aber sehe ich jetzt schon. Nämlich, dass ich früher als die anderen zu den Indianern muss. Ganz allein, denn Tante Sally will mich durchaus adoptieren und zivilisieren. Und das halte ich nicht aus. Das kenne ich von früher her. Okay. Komm, das eine Pferd schaffst du noch. Nee. Ah doch. Beide. Naja. Wenigstens beide erledigt. Heldenpass. Das Einzige. Wir werden die mal dann beschießen. Warte mal, wer hatte denn jetzt hier. Waren das die Axtwürfer oder das? Dann beschieß die mal. Produktion. Der Markt. Naja, gut, wenn sie jetzt von allen Seiten. Ja, das waren die Axtwürfer. Aber ist schon krass, ne? Man ist hier echt nur mit dem Barbaren beschäftigt, die ganze Zeit. Von Anfang an. Guckt euch das an, wo kommen die denn alle auf einmal her? Ist ja, warte mal. Kommt ihr mal wieder zurück? So, ihr. Gebt euer Bestes. So, ihr. Solltet normalerweise. Ne, die hier. Und du? Übrigens, wenn Feinde im Wasser sind hier, ne? Sie noch leichter zu erledigen. Na gut, in dem Fall hätten sie zwei Schuss gebraucht. Der macht den da. Ja, die sind so gut wie tot. Vielleicht kann ich mich ja nach da oben flüchten. Ich wollte aber mal jetzt mal hier ein Stück hin. Ich
konnte doch hier auch noch was. Den da wenigstens versenken. Genau. Oh, hier gibt's viel. So, den da. Den. Ah, ich verstehe, weil ich vorhin gesagt habe, ja, hier, ne, das Katapult plus Mauer, können die ruhig hier. Aber das war doch nur dahergeredet. Hört doch mal auf jetzt. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. So, was sucht ihr hier? Warte mal, kann ich nicht? Ah, erst in der nächsten Runde. Okay, dann noch eins. Auch erst in der nächsten Runde. Wir machen mal diese hier. Die sollten sich erstmal heilen. Und die auch. Könnte sein, dass die jetzt hinterherkommen. Ja, die sind platt. Okay. Geschafft. Da habt ihr eure Strafe. So, du gehst hier wieder rein. Ja, die werden dann auch fast tot. Ja, gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der hier mit, aber bei mir sind da schon viel mehr gekommen. Und das Nest ist jetzt auch wieder neu. Naja. So, ja, über 2,5 Stunden. Ich glaube, das reicht. Und beim nächsten Mal werde ich, glaube ich, nochmal neu anfangen. Weil das hier muss ich mir jetzt eigentlich nicht geben. Wir können den noch schnell fertig machen. Oh, die könnten jetzt da wieder bleiben. Der muss sich heilen. Könnte man schon die nächste Runde machen. Ja, die könnten dann später sich daran machen. Und. Da hinten ist auch, hier ist auch eins, hier ist eins. Ne, eigentlich wollte ich die hier. Und die sollten eigentlich wieder zurück. Naja, wie auch immer. So, na gut, Leute. Da habt ihr mal gesehen, wie es eigentlich nicht laufen soll. Schönen guten Abend, Ratzemuff. Bye bye und schlaf gut. Ach so, weil ich jetzt... ach so, ja, ja. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann dasselbe Szenario, ne? Nur eben nicht auf den Schwierigkeitsgrad. Da werden wir dann ein bisschen leichter, weil das ist ja, hier ist eins, überall spawnen die. Ich komme gar nicht dazu, hier selber mich zu vergrößern und alles, ne? Ich meine, irgendwie wird es wahrscheinlich schon gehen, ne? Weil es gibt ja noch höhere Schwierigkeitsgrade, da würde es wahrscheinlich dann noch schlimmer sein.
Aber ich kann ja hier nicht die ganze Zeit, und seht ihr ja, Geld haben wir auch keins. Das würde bedeuten, dass wir sowieso dann nach und nach, entweder werden ja die sind sowieso fast tot, aber wenn man kein Geld mehr hat, dann löscht das System einfach eine Einheit nach der anderen, weil wir uns die nicht mehr leisten können, wisst ihr? Ja. Naja, aber trotzdem. War zwar gut was zu tun gewesen, da kann man dann jetzt hier machen, ne? Ich setze mich zur Ruhe. Ihr wurdet besiegt. Und dann ist so, als ob ich verloren hätte. Ihren vielen Gegnern nicht gewachsen. Aber euer Volk hat die Hoffnung nicht verloren, denn es weiß, dass ihr eines Tages zurückkehren und den Sieg erringen werdet. Ja, oder auch nicht. So, das könnte man hier eigentlich noch weiterspielen. Auch wenn man verloren hat, kann man dann in dem Szenario dann noch weitermachen. Oder man kehrt einfach zum Hauptmenü zurück. So, mal sehen, vielleicht spielen wir das nächste Mal auch eine Runde. Also ich werde beim nächsten Mal, wie gesagt, dasselbe Szenario nehmen. Aber nicht auf Schwierigkeitsgrad Prinz. Das ist ja der vierthöchste Schwierigkeitsgrad. Wir machen dann ein bisschen niedriger. Weil das mit den Barbaren, das hat mir jetzt absolut nicht gefallen. Ne? Das hier unten ist übrigens Berührungssteuerung. Ja, wahrscheinlich für Touchscreen oder so. Ne? Wenn einer jetzt einen Bildschirm hat, Touchscreen, dann kann er das hier nutzen. Man kann es auch mit Controller spielen. Geht, glaube ich, auch. Na gut. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Wünsche euch noch allen einen schönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht Civ 6 oder nochmal Civ 5, aber ich glaube, wir könnten ruhig mal eine Runde Civ 6 spielen. Ne? Ich muss erst mal wieder richtig reinkommen. Ich habe es ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich denke mal, das wird mit der Zeit wieder. Okay. Na dann euch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye!